1500 Kilometer durch die faszinierende Gebirgswelt Kirgisistans, meist in einer Höhe zwischen 2000 und 4000 Metern. Auf dem Weg von der kasachischen Grenze nach Karakol, der ersten Stadt im Osten Kirgisistans, treffe ich ein französisches Pärchen, das mit einem VW-Bus unterwegs war. Karakol an der Seidenstraße hat eine lange Geschichte als Handelsplatz. Hier die russisch-orthodoxe Kirche komplett aus Holz. Na, das nenne ich doch mal Markenbewusstsein. Auf dem Weg weiter nach Kotschkor komme ich am Südufer des zweitgrößten Gebirgssees der Welt, dem Issyk-Kul, vorbei. In Kotschkor sind die beiden Hotels belegt und ich komme privat unter. Genau wie eine französische Mutter mit ihren Töchtern, die in Kirgisistan Wanderurlaub machen. Tashrabat, eine Karawanserei aus dem 15. Jahrhundert auf 3100 Metern Höhe. Unterkunft finde ich hier in einem Yurt-Camp. Auf die Sauna verzichte ich allerdings. Eine Abkürzung zum nächsten Ziel, dem Songkul, erweist sich trotz mehrfacher Versuche als Sackgasse in den Bergen. Also nehme ich trotz 200 Kilometer Umweg die Straße. Der Songkul ist ein Süßwassersee auf 3000 Meter Höhe, Kirgisistans zweitgrößter nach dem Issyk-Kul. Wassertemperatur im Sommer 10 bis 11 Grad. Zur Übernachtung gibt es auch hier wieder ein Yurt-Camp. Und ich habe Glück, dass gerade noch ein Platz frei ist, weil allerlei Gruppen aus Israel, Japan und Korea angekommen sind.
Leider ist es auf der Rückfahrt vom Songkul über Kotschkor an das Nordufer des Issyk-Kul ziemlich bedeckt. Aber eine wunderschöne Landschaft, durch die ich euch hier mitnehme. Auch am Issyk-Kul komme ich in einem kleinen Gasthaus privat unter. Ein großer Vorteil, denn ein Freund des Hauses, der in Bischkek lebt, will mir ein paar Tage später die Hauptstadt Kirgisistans zeigen. Das russische Hotel am Issyk-Kul wurde nach der Unabhängigkeit Kirgisistans nie fertiggestellt. Auf dem Weg nach Bischkek liegt der Burana-Turm, die Reste eines Minaretts einer Moschee aus dem 11. Jahrhundert. Ursprünglich 45 Meter hoch, wurde er durch Erdbeben auf 22 Meter verkürzt. Die Statuen stammen aus dem Gebirge und zeigen Stammesführer jener Zeit. Und die Location ist bei Hochzeitspaaren sehr beliebt. Weiter nach Bischkek, der Hauptstadt Kirgisistans und meiner letzten Station in diesem Land. Die Bekannten der Vermieter am Issyk-Kul zeigen mir die Stadt mit dem Mountainbike. Anders als in Astana oder später auch in Baku gibt es in Bischkek keine Wolkenkratzer und noch viele Häuser aus der Sowjetzeit. Aber seht selbst. Überall am Straßenrand wird Maxim, ein Hefegetränk, Schalab, eine fermentierte Kuhmilch und Kwas aus Vergärung von Brot zur Erfrischung verkauft. Besonders an Sonn- und Feiertagen tragen noch viele kirgisische Männer den Ak Kalpak, den traditionellen kirgisischen Hut. In der Markthalle gab es allerlei zum Probieren.
wobei ich aber absolut nicht weiß, was das alles war. Am Abend werde ich noch in ein tolles Restaurant etwas außerhalb der Stadt eingeladen, mit kirgisischen Spezialitäten. Die jungen Leute wollen ein Start-up als Reiseveranstalter gründen und nach einigem Fachsimpeln über Sales und Marketing werde ich dann zum Kirgisen ehrenhalber ernannt. Noch mit dem Hinweis, den Hut stets stolz zu tragen. Viel zu schnell geht die Zeit in dem eindrucksvollen Land mit seinen freundlichen Menschen vorbei. Am nächsten Tag mache ich mich von Bischkek auf den Weg zur Grenze nach Kasachstan, diesmal in den westlichen Landesteil. Der eigentlich geplante Weg über Usbekistan und Turkmenistan bleibt mir versperrt, da dort Drohnen streng verboten sind und bei der Einreise zerstört werden.